Skelette. Sieht aus wie das Werk von Goblins. Oh, das ist Vlad. Moin, Vlad. Wie alt ist das Veti Atrak des Superleg Varaktir? Omne Fürsti die Poreva non Havindir. Birftana, Neva Sevil, Verni, Neva Sevil, De Baba Fetra. Ja, da hat er recht. Ja. Lebensgrundlage. Oh, das ist so schön. So, ah, Vlad, wir gehen mal an dir vorbei. Und Vlad, das sagt, beide. Genau. Oh, Gobbos. Ja, komm. Und Laser. So. Haben wir weggefasert und gesteint. Ja. Da ist eine Goblin-Höhle. Da ist ein Buch drin. Bang! Alter, meine Schweine. Ja, genau. Meine Schweine sind nicht so stark wie deine. Ich benutze die Feuerdinger. Also Feuer und Steinchen zusammen. Dann nimm du mal das Buch. Ist das nicht egal? Das geht doch sowieso an alle. Ich weiß nicht. Oh, Regen. Regenbogen. Regentropfen, die an mein Fenster klopfen. Für jeden, der mal Warcraft 3 gespielt hat. Wow, du hast ihn abgeleitet. Oh, Vorsicht, hinter dir! Nein! Slow-mo! Okay, durch das Schild kann auch ich nicht schießen. Das hab ich vergessen. Warum irgendwie. Nicht? So, ich hab ihn mal eingefroren. Jetzt, Feuer! So, einmal kurz anzünden, wieder trocknen. Genau. Somit trocknet man sich übrigens auch immer. Na, also machen das wie Zauberer. Ah, Moment, muss ich mal eben hinsetzen. Also okay, dann rede ich lange mit Astrid. Trouble. Taucht einer auf, ist die nächste physische Kreatur auch nicht fern. Ach was, Zauberer sind voll gut. Ja. Okay. Das hoffe ich auch. Warte mal, da ist noch ein Schild. Schild, nicht vom Schild weglaufen. Willkommen in Weiditorp. Fing und Dörfeln. Das ist okay, dass wir das nicht vorlesen, aber. Ja. Oh, und eine verschlossene Tür. Sicher? Eine verschlossene Tür. Die kriege ich auf. Nein. Ist sie noch verschlossen? Ja, Tatsache. Verdammt. Was hast du denn hier? Was haben die mit ihrem scheiß Bademantel? Das sind Magikeroben. Das sind Magieroben, ja. Wir sind große Magiker. Oh, das ist Grimms Workshop. Grimms Workshop. Ja. Mein Gott. Oh, hier erinnere ich mich noch. Ja, sie sind. Oh mein Gott, sie haben sie. Goblins. Und das sind die Bombentypen, da müssen wir aufpassen, Jubi. Ja, ja, genau. Ich erinnere mich an diese Stelle zu gut. Wir hatten so viel Spaß hier. Feuerblitze! Bums! Ja, geh weg! Ah, Mutti! Oh! Also nicht auf mich schießen, was soll denn das? Heil dich auch wieder. Boah, das war ja so leicht! Ja, ich hab's auch schwer im Kopf. Hallo, Graham! Ich hab da mal was gefunden. Du hast den Gwarhammer gefunden. Den Gwarhammer, genau. Ein mächtiger Hammer, etwas für die Düsteren und Groben. Scheiße, ich bin ins Wasser gerannt. Ich dachte, da ist Ende. Da war nicht Ende. Jubi, belebt mich wieder. Was? Achso, ja, das stimmt, das kann ich ja.
Ich habe schon wieder vergessen, welches. Ich weiß auch nicht. Einmal Leben und einmal Strom, das ergibt doch Sinn. Okay, warte. So. Willst du da rüber? Ich will mal gucken, ob da unten irgendwas ist, ja? Das scheint das offene Meer zu sein, also. Nein, nur weil da ein Schiff steht, das heißt nur nichts. Okay, es ist das offene Meer, wie es aussieht, oder? Blub. Ja. So, komm, mein Kleiner, hier. Okay, gehen wir. Ah! Entschuldigung. Verdammte miese. Du mieser Hund! Aber du hast es an Land geschafft, also mecker mal nicht. Du verdammter. Lauf! Wow, hallo Vlad. Amon fungus cool andres tech netir stil. Weva cool. Weva cool, merkt euch das. Weva cool. Seien wir auf der Hut. Seien wir auf der Hut vor dem Wald. Oh, man kann Vlad nicht angreifen. Ich wollte so, rein in den dunklen Wald. Ja. Ach ja, jetzt kam er hier. Ich erinnere mich. Kontrollpunkt. Und ich glaube, man konnte hier auch so ein bisschen in den Wald hinein, oder? Ah, hier. Was hast du zu sagen? Ist das meine Frau? Gott, du hast eine wunderschöne Frau, mein Freund. Oh ja. Bin ich richtig neidisch. Eigentlich doch nicht aggressiv. Ja, wenn das so ist. Tatsache, der ist nicht aggressiv. So, er ist eingefroren. Los, Yubi, Attacke. Geronimo! Hab uns angezündet. Ich bin tot. Verdammt. Moment. So. Ah, ich kann ihn nicht da. Ich kann ihn wiederbeleben. W und A und dann Leertaste. Jawohl. Oh, halt, Moment. Ich sollte nicht in Heilung draufblasen. Slow-Mo! Oh, nein, mich heilen. Moment, ich wollte mich heilen. Sehr gut. Geht mal weiter ein. Combination Attack! Yeah! Bit. Und jetzt machen wir ihn weg. Ams! Wir haben ihn erwischt. Oh, das war cool. Ich werde mal meinen Hammer kurz wieder mitnehmen hier. Ja. Reden wir mal mit dem Kerl. Achso, ist nur ein toter Elch, ja. Oh, du bist so ein guter... Der Sozial, ich halte immer wieder voll. Ja, das geht bei dir ab. Oh, untersuchen wir mal Elch. Das ist der König des Waldes. Das Problem ist, er ist tot. Da geht's weiter. Ja, du darfst nicht so weit vorrennen. Jetzt komme ich hier gerade nicht um die Ecke rum. Ist schlecht. Ich dachte eigentlich, es geht oben weiter. Oh, voll vorbei. So, einfach mal die Typen wegblastern. Genau, Moment, ich aktiviere mal kurz den Kontrollpunkt. Jo. Alter, ich kann, also mit dem Stern kann ich nicht umgehen irgendwie. Das ist ja nichts Neues. So, Bams! Da oben scheint noch irgendwo was zu sein. Ich kann da auf jeden Fall ein bisschen hochgehen. Zeig mir erstmal den Typen, so. Ey, da ist Robin Hood! Da hoch! Ja, tatsächlich! Oh. Steht so, tiefer. Moment, das machen wir nochmal. Die laufen hier gerade so schön durch Wasser. Warum erwischt das denn immer dich mit? What the fuck? Du schießt um die Ecke, du Schwein. Das sind Blitze, die springen unkontrolliert über. Ich mag Blitze so gern. Was war das? Ah! Alles brennt! Komm schon, Strahl! Yeah. So, und explodieren! Bam! So. So, hier oben hast du gemeint, könnte man das sein? Ja, dachte ich so. Nö, scheint nicht so. Nö, okay. Wait for me. Don't run too fast. Da liegt irgendwie ein Dolch, ne? Wo? Da? Hier bei mir? Ich sehe da nichts liegen. Ne? Nee. Kannst du den Hammer nehmen? Ja. Dann nimm den doch. Da. Dolch habe ich da keinen gesehen. Okay. So, und jetzt kommen hier die. Oh, ups, jetzt habe ich einen Heilstrahl gemacht.
nicht ganz so cool. Ich zünd sie an und du leuchtest sie. Gutes Teamwork hier. Ja, so macht man das. Upp, reicht nicht. Ja, man kann übrigens, wie ihr seht, bei mir auch Elemente kombinieren. Zum Beispiel Feuer und Wasser ergibt Dampf. Ja, man kann auch diverse Dinger machen, also diverse Schilder und so weiter. Frost und Wasser ergibt Eis. Das sieht dann ungefähr so aus. Kling! Oh, hey, da steht ja noch eine. Oh, ich hatte dich gemessert. Nein. Nein, eine Schlange. Ich hasse Schlangen. Das wollte ich nur mal erwähnt haben, ne? Ja, jeder hasst Schlangen. Gucken wir da oben nochmal kurz. Ja, hier oben geht's weiter. Weil da unten der Weg ist blockiert. Da lag der Baumstamm drüber. Deswegen müssen wir hier lang. Eindränglinge. Draufzi. Mein Gott. Au. Dass der Scheiß auch immer dich treffen muss. Also absichtlich, gibt's zu. Feuerblitz. Nein. Ich hab mich selbst gekillt, NPL. Na. Jubi, komm hier runter. Kommen wir gleich. Oh. Na, ah, dieser. Ich seh nix. Hab ihn. Sehr gut. Nö, bringt nix. Und Stein? Nee, auch nicht. Okay. Na gut, dann hätte nicht. Ja klappen können. Ah ja, jetzt kommt hier auch eine sehr schöne Stelle. Kalima! Kalima! Ich hatte es letztes Mal erklärt, wo die Anspielung her ist. Ja, ich erinnere sich. Ich erinnere sich auch du noch dran. Du dich auch noch dran erinnern? Und wo war's her? Das ist aus. Moment. Aus Indiana Jones. Richtig. Und welcher? Das weiß ich wiederum nicht mehr. Der Tempel des Todes. Das war nämlich der lustige Priester da, der denen da das Herz rausge... Oh, halt. Ich bin ja angesprungen. Ah, Jubi! Ja, alles klar, du heilst dich doch. Komm, stirb! Warum trifft der Strahl den nicht? Hallo, der hat eine Feuerresistenz drauf. Warum? Könnte doch Arkan sein, ne? Ja, vielleicht ist Arkan. Wenn du nicht Nahkampf warst. So. Schnell hochheilen. Notfall-Teleporter-Runde. Ja. Und Zunichtung haben wir erlernt, was auch immer Zunichtung war. Schauen wir mal. Fett, Hast. Meteoritenschauer, ach, der beste Zauber überhaupt. Zunichtung, halt. Ja. Hä? Was macht das? Blenden oder so, glaube ich. Absturz auf den Desktop. Verwirrung. Beste Zauber überhaupt. Da oben ist ein Troll, da oben ist ein Troll. Scheiße. Gleich hittet er mich. Aua. Ich glaube nicht, dass er dich hittet. Ich erwische dich vorher. Okay, er ist nass. Blitzstrahl. Ja, mache ich gerade, aber ich komme nicht hinterher. Aber nicht auf mich. Sehr gut. Rums. Das ist echt ein Stressspiel, ey. Ja, das ist mein toter Elch. Das glaubt man gar nicht, wie tot der ist. So einen toten Elch hast du noch nie gesehen. Kann man hier reingehen? Oh, da kam irgendein Riff raus. Ich hab Angst. Ja, ist einer. Moment. Psst. Psst, 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 psst. So, sehr schön. Das war gut. Lull, ein Kühlschrank. Ey, und drin ist. ich hab doch keinen Stab, den nehme ich mir mal, ne? Ja. Das ist ein Froststab!
Yay. Froststab ist für alle da. Ich bin jetzt kälteimmun. Oder alles, was in meiner Nähe ist, ist kälteimmun. Oh, da kommt ja noch einer raus. Ja, ist gut. Nein! Ich mach ihn nass. Ja, dann halt ihn nass, halt ihn nass. Ja, das ist doch noch. Ich mach ihn kalt. So. Du hast ihn nass gemacht, ich hab ihn abgekühlt. Sehr schön, das klappt doch ganz gut bisher. Oh, ich hab trotzdem Angst. Flash. Aha. Oh. Feuer frei! Bang! Bang! Ah. Au, what the fuck? Froststeine und Wasserstein! Na, geh weg! Push. Und nochmal ein Feuerstein! Bams! Jeder mag Feuersteine. Ja. Hab ich eigentlich schon mal einen Blitzstein versucht? Geht das überhaupt? Nein. Das negiert sich. Oh. Ein Heilstein? Gibt ja teilweise so Kontraelemente. Das geht. Damit triffst du mich. Machst mir Damage und heilst mich gleichzeitig wieder. Ich glaube, ich mache mehr Damage, als ich habe. Ja, ich glaube auch. Jetzt nicht mehr. Mein Fehler! Der Kopf ist der Schwachpunkt. Okay, okay. Waff dir mal ein Erdschild. Warte, wie war das? Ja, so rum. Ach, ich komme mit den Tasten schon wieder so durcheinander. Oh. Ja. Scheint hat meine Verwirrung dich getroffen, Yubi. Ja. Das war so nicht geplant. Hat sie. Das ist nicht cool, weil ich kann mich gerade nicht heilen. Na, kann man hier ins Maul schießen? Ja, wenn er sich, wenn er so angreift, wenn er hier so, so zubeißt und... Ne? Wow! Fuck! Hat mich erwischt, wiederbeleben! Oh, er kommt hier hoch! Wiederbelebung kommt! Ui. Weißt du, was hier hilft? Ganz klar. Nein, nein, ich hab doch kein Leben mehr. Und auf die Feuerrichtung. Das ist nicht schlecht. Ja, Rats. Ach, du will. Oh. Eine Feuerstelle will ich. So, brenne! Brenne, du Penner! Ich bin offen. So. Okay, 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 den kriegen wir, den kriegen wir. Das ist alles kriegen wir definitiv, drin. Aber man merkt, glaube ich, gerade, dass wir sehr konzentriert streckenweise sind. Ein bisschen, weil das ist schon ein relativ nerviger Kampf, weil er halt viel Unverwundbarkeitsphasen hat. Ja. Oh. Ein Erdstrahl? Feuerblitz! Na komm, jetzt schnapp zu! Timing war gut, hat aber wenig Schaden gemacht. Ja, hier durch den Feuerblitz, das Feuer, das brennt gut nach bei dem Kerl. So, da ist er down. Yeah! Snake down! Yeah! Wuhu!
So, ich würde sagen, jetzt machen wir aber hier mal kurz einen Cut. Also beziehungsweise, da haben wir eh 2-3 Folgen zusammen auf alle Fälle. Ja, okay. Wir lassen ihm noch seinen Text labern. Die Belohnung für die Rettung des Dorfes Thunderhead war eine Kutschfahrt nach Havindir, wo der wahre König sie erwartete. Und just als sie die Stadttore erreichten, fiel die erste Schneeflocke. Ja, da haben wir zum Beispiel schon mal die erste falsche Soundausgabe. War das so? Ja. Ich hab nicht mitgelesen, ehrlich gesagt. Oh, hier! Oh nie, wir haben es nackt, die Männer schatt, mir in Höglander, länger nur bid het Thunderhead. Das ist einfach so schön. Ein kleiner Snack, ich meine ein Schnack. Puderial Havindir. Gefenze Teba Give ja Rava. Weil er hat jetzt gerade was erzählt von wegen, dass wir eine Kutschfahrt bekommen haben. Allerdings, ne? Erzählt er uns jetzt, ja, wenn wir da hingehen, kriegen wir eine Kutschfahrt. So, aber wie gesagt, ich mache hier jetzt einen kurzen Cut. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann, ciao. Ja, bis dann, tschüss.